Willkommen bei Basso Cantilena. Wir präsentieren Ihnen einen Querschnitt und Ausschnitt aus unserem aktuellen Konzertprogramm Träume, die auf Reisen führen. Begleiten Sie uns auf eine eigene, ganz besondere Tour. Dabei eröffnet die ungewöhnliche Besetzung von Basso Cantilena, also tiefstes Streichinstrument, und höchste Gesangsstimme ihnen besondere Klangspektren und Farben. Nach vielen Monaten der Konzert- und Erlebnisabstinenz träumen wir uns zu Lieblingsorten und reisen mit ihnen verzaubernde und mitreißende Melodien aus Ländern Europas im Ohr. Per Fahrrad, tanzend oder mit der Eisenbahn. Kommt, ihr spielen wir voll und kühlen bei diesem frischen Taue. Kommt, ihr spielen wir voll und kühlen bei diesem frischen Taue. Werdet ihr singen, werdet ihr klingen fern in dieser Aue. Werdet ihr singen, werdet ihr klingen fern in dieser Aue. Hört ihr Xennen, die Hörtlein bellen, was wollen wir? Mit dir in die Ferne. Hast du's am Morgen auch gespürt, wie doch die Ferne uns verführt? Der Nebel atmet schon den Hauch, heut will ich reisen, willst du auch? Und ob das Ziel ist nah, ob weit, ich bin zu dieser Fahrt bereit, weil du an meiner Seite bist. Gib Acht, dass du auch nichts vergisst. Dein Mädchen gar, das wäre schlimm, drum gut in Acht dich darum nimm. Dein Weibchen steht sonst vor dem Haus und bleibt allein, ohn Mann und Maus. Drum denke stets zuerst ans Madel und schwing dich dann erst auf dein Rade. So freue ich mich im Herzen leise auf unsere wunderbare Reise. Eigentlich würde ich jetzt am liebsten erstmal ein Tänzchen wagen. Also, darf ich bitten? Oh nee, ich tanze wirklich nicht gerne. Das muss nicht sein. Ach komm, jetzt lass dich nicht lange bitten. Okay.
Heinrich Seidel, Die Schaukel, mit einer Musik von Stefan Schäfer. Mag sein, aber du sag mal, haben wir denn eigentlich Proviant dabei für unsere Rundreise? Ja, ich denke schon. Aber Tabak, ob mein Tabak reicht, dann weiß ich nicht. Na, ich habe ja den Guten immer dabei. Gibst du was ab? Das wird sich zeigen. Guten Tabak hab ich in meine Dose. Meinen Tabak rauch ich nun ganz allein. Ja,
Reitest du oder fährst du? Versteh die Frage nicht. Natürlich fahre ich. Gleichberechtigung, kannst du auch mal heizen. Ich möchte mich nicht schmutzig machen. Ich auch nicht. Du heizt. Okay. Leg meine Schippe auf und ich lasse Dampf ab. Ja, wie segel ich, lei, 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 lei.
Albert Einstein sagte einmal, es gibt nur zwei Weisen, die Welt zu betrachten. Entweder man glaubt, dass nichts auf der Welt ein Wunder sei, oder aber, dass es nichts als Wunder gibt. Ein solches ist für uns zum Beispiel der Abendhimmel. Immer wieder anders, stimmungsvoll und faszinierend. Von Fridtjof Eidam stammt das folgende Stück Unter dem Abendhimmel. In die friedvolle Stille des Abends mischen sich Melancholie und Nachdenklichkeit. Am Ende bleibt eine Ruhe und Ausgeglichenheit, die in Zufriedenheit mündet. Du.
Konzertprojekt wurde gefördert von der Investitionsbank Sachsen-Anhalt für Kultur ans Netz. Aufgeführt vom Duo Basso Cantilena. Den flotten Bass strich und zupfte Ingo Burghausen. Der wunderbare Sopran wurde gesungen von Sibylle Ziel. Wir danken herzlich fürs Zuschauen, Lauschen und in die Ferne träumen und freuen uns, Sie bald bei einem unserer Live-Konzerte begrüßen zu dürfen.